Meine Oma ist von März bis November barfuß gelaufen. Ihre Face waren so geschwollen, dass sie in keinen Schuh mehr reingepasst haben. Wenn ihr nicht laufen könnt, hat sie allerweil gesagt, was gebe ich dir dafür, wenn ihr nicht laufen könnt? Und dann ist sie stehen geblieben und hat geschnauft. Und weil sie nicht mehr laufen hat können, hat sie den ganzen Tag im Bett liegen müssen. Das war was Arges, weil ohne Arbeit ist man bloß ein halber Mensch. Das evangelische Sonntagsblättler hat es gelesen und all die Zeitungen haben sie dahin. Das, was da drin passiert war, war alles schon längst vorbei. Mit der Zeit hat es nicht einmal mehr gewusst, was für ein Tag das machen. Ist heut Montag? Na Oma, Freitag? Was? Ist die Woche auch schon wieder rum? Jedes Stückler Korn, was man da mitgebracht hat, hat sie in kleine Bregeln gepreselt. Und an die Vögel gefüttert vor dem Fensterbredler. Das war ihr letzte Arbeit. Die nächste Körbe, die lebe ich nimmer, hat's gesagt, wenn ich's besucht hab. Da liege ich draußen auf dem Kirchhof. Aber na hat sie es doch noch erlebt. Ein paar Jähle hat schon noch rumbringen müssen, das waren ein schönes paar Körben. Und an einem Körber Mondo ist dann auch gestorben. Meine Oma hat nie es mehr gesehen.